Hallo und willkommen hier zurück bei Minimetro. Diesmal beschäftigen wir uns mit Paris, der Stadt der Liebe, und schauen, wie wir da unser Metrosystem aufbauen können und wie gut wir hier abschneiden. So, ja, beschleunigen mache ich erstmal nicht. Oh, da kommt schon die nächste. Wir können hier die... Am Anfang kann man das, glaube ich, alles noch relativ gut mit einer Linie abfertigen. Da sind ja noch nicht so viele dabei. Da geht das wohl noch so mit einer. Auch wenn man hier schon sieht, die kommen eigentlich schon relativ zügig jetzt hier, die Passagiere. Dass man hier ja mehr abarbeiten kann. So, er fährt jetzt komplett durch und sammelt die dann auf dem Rückweg wieder ein. Mensch, ich weiß nicht warum, aber ich muss mich in letzter Zeit relativ häufig räuspern. Irgendwie immer so eine Art Kloß im Hals. Aber jetzt hier schon in der ersten Woche 17 Leute befördert, sagt man dazu, ne? Von A nach B gebracht. So. Und es werden noch mehr in der ersten Woche. Ich glaube, das hatten wir auf London nicht so. Ich glaube, da waren das nicht so viele. Und ich glaube auch, dass die Map, wie die abgebildet ist, hier auch, dass die das ja relativ getreu auch so nachgezeichnet haben im Spiel. Weil das ist mir auch bei New York aufgefallen. Ich habe New York jetzt nicht so genau im Kopf, aber so vage. Und das ist, müsste eigentlich die, ja, genau die gleichen Umrisse ungefähr haben. Aber ich denke mal, das sehen wir auch noch, wenn wir selber hier zu New York kommen, zu der New Yorker Metro. Und so bei Paris, wie das da aussieht, also wie das so landschaftlich da gestaltet ist mit den Flüssen und so, ob das da alles richtig ist, kann ich nicht sagen. Also da ist mein Wissen dann auch, ja, begrenzt. Sagen wir es mal so. So, ich hoffe, mit dieser Musik, die hier im Hintergrund läuft, ich hoffe, da wird das Video nachher nicht geclaimed. Deswegen, versuche ich da mal ein bisschen so drüber zu reden. Auch wenn ich ja eigentlich immer noch so am Anfang meiner Let's Play-Karriere bin, da, ja, es fällt einem das ja noch nicht so leicht, da einfach ja so frei zu reden. Deswegen würde ich euch hier bitten, mir da vielleicht so ein paar Vorschläge in die Kommentare zu schreiben, was wir besprechen können oder was ich mal ansprechen soll oder wo ihr gerne meine Meinung hören wollt. Don't you worry, child. Ah, ja, wunderschöne Stimme, wa? Also, oh, 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 oh. Ich glaube, das ist bei der nächsten Aufnahme suche ich mir gleich mal so ein Instrumental raus, wo dann auch kein Gesang zu hören ist, sondern ja einfach nur so Gitarren und Schlagzeug und dass man das alles so im Hintergrund hört. You have no locomotives. Ach so, ja, ach stimmt. Hahaha.
Achso, wir haben keinen Tunnel mehr übrig, habe ich das Gefühl. So, da kann da... Neue Lokomotive und wir nehmen einen Waggon. Ups. Ein Tunnel bräuchten wir, glaube ich, auch nochmal, dass wir hier blau verbinden können, dass der einfach im Kreis fährt. Da weiß ich auch nicht, ob das Kreisfahren da auch das Beste ist oder ob das... Wir könnten ja aber auch theoretisch ihn so mit ransetzen. Da verbinden, da verbinden. Und da verbinden, dann kann er hier nämlich fahren und er setzt sich da so mit dran und fährt hier schön im Dreieck. Dann braucht Olive auch keine Dingens. Und dann kommt der Waggon an blau. Jetzt haben wir da oben, das ist natürlich ganz, ganz ärgerlich, da wir gerade kein Dingens frei haben. Haben wir denn noch eine Linie? Haben wir auch nicht über. So, ich mach mal jetzt hier von der Pausefunktion Gebrauch und setze ihn da oben mit. Dann haben wir hier nur Kreise. Oh, ist ja auch blöd. Aber soll uns, glaube ich, erstmal so weiter nicht stören. Irgendwie sieht das hier gerade schon ein bisschen konfus aus. Unser Metrosystem. Aber vielleicht passt das ja doch noch ganz. Aber zumindest einigermaßen. Und bisher scheint das ja doch noch ganz gut aufzugehen. Und jetzt bräuchten wir... Oder wir haben doch noch 2 Tunnel über. Okay. Aber wir nehmen... Ah, jetzt ist die Frage, eine neue Linie in Betrieb. Die so rumfährt, ist, glaube ich, ganz in... Ach, Mann. Oder auch nicht, weil die geht dahin. Kann der ja trotzdem... Nee, so... Und so... So ist, glaube ich, oh, hier, das ist natürlich jetzt so ein kleiner Brennpunkt, den wir da haben. Aber auch noch super abarbeiten können, auch wenn wir bald mal einen neuen Waggon oder eine neue Dingens bräuchten. Eine neue Linie. Obwohl das, glaube ich, der Waggon erstmal am besten. Also wie ich das sehe, braucht Blau hier auf jeden Fall mehr. Wir können eigentlich ja Gelb da wegnehmen. Gelb da mit ransetzen. Dann fährt er aber in die Richtung. Nimmt da schon mal ein bisschen was mit. Machen wir dazu. Das hier ist wirklich schon so ein kleiner Umschlagplatz. Hier unten haben wir auch 3, die zusammenkommen. Und da scheint wohl gerade mal kurz das Internet bei mir auszufallen. Warum auch immer. Das habe ich aber öfters, dass das Internet plötzlich einfach weg ist.
Körper dich einfach nicht verstehe. So, aber jetzt haben wir Woche 5 Lokomotive und wir nehmen eine neue Linie in Betrieb. Und zwar von hier und wir haben keinen Tunnel mehr. Ups, so. So. Und dann fährt die noch da oben mit hin. Vielleicht kann ich dann so ein bisschen Belastung auch von hier irgendwie wegnehmen. Auch wenn das da hier schon wirklich voll wird. Das noch ganz schön lange dauert, bis Blau da ankommt. Aber die Zeit vergeht wieder. Also die Zeit läuft wieder ein bisschen rückwärts. Haben wir ja so zwei Knackpunkte jetzt gerade. Einmal hier den Knotenpunkt und dort den Knotenpunkt. Was bisher ja aber immer noch relativ knapp immer wieder ja funktioniert, dass die das abarbeiten können. Was natürlich immer ganz ätzend ist, sind halt diese Punkte, die hier hinten hinführen. So völlig ab vom Schuss irgendwo entstehen. Wo einfach, ja, der Umweg einfach sehr, sehr groß ist. Jetzt haben wir da schon einen dritten Knotenpunkt, wo es eng wird. Wo es wirklich, ich glaube, das wird hier unser Ende. Es sei denn, Olivgrün kann da noch ein bisschen was dran reißen. Und das kann er tatsächlich. Ah, ist das schön. Ich glaube, das war auch ein Fehler, dass Gelb jetzt einfach immer nur die Kreise abfährt. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Aber wir wollen ja aus unseren Fehlern lernen. Und ich denke mal, das kriegen wir auch einigermaßen hin, dass ja, so dass wir wenn wir bei der letzten Stadt ankommen, dass ja dann sozusagen unsere beste Leistung wird. Oh, ja, schade. Den einen konnten wir da oben ja noch, gerade so auf letzter Sekunde, konnten wir den mal noch ausweichen. Dass uns das nicht reinreißt, aber dann konnten wir leider jetzt diese Station nicht mehr retten. Wegen Überfüllung dieser Haltestelle musste der Betrieb eingestellt werden. Innerhalb von 35 Tagen fuhren 615 Passagiere mit deiner Metro. Ja, klingt doch auch schon mal nicht schlecht. 635 in 15 Tagen. Und das wollen wir dann auf den nächsten Maps dann ja versuchen, einfach immer noch zu steigern, dass wir da am Ende, was weiß ich, so auf einen Tag 100.000 bewältigen. Naja, gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber na, jeder fängt mal klein an. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.